frohes neues Jahr wünschen wir euch. Frohes neues Jahr. Wir hoffen, ihr seid gut reingerutscht in das Jahr 2022. Wir sind jetzt gerade nicht zu Hause, sondern bei Freunden. Deshalb auch eine etwas andere Szenerie hier. Keine Sorge, es gibt bisher keinen Skandal mit unserem Tiny House. Noch ist alles heile. Noch ist alles in Ordnung. Aber das Licht war so schön hier. Und deshalb haben wir gedacht, nehmen wir doch mal heute hier unser Neujahrsvideo für euch auf. Ähnlich auch wie in den letzten Jahren möchten wir heute darauf eingehen, was euch in diesem Jahr erwartet, worauf wir uns alle hoffentlich freuen können. Natürlich geht es um die Themen des weiteren Tiny House Innenausbaus, was da noch ansteht an Projekten, aber auch um welche anderen Themen es vielleicht auf dem Kanal in diesem Jahr gehen soll. Fangen wir doch mal an mit dem Bauprojekt. Würde ich sagen. Wir sind übrigens Ilan und Anja. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja. Im letzten Jahr, in unserem letzten Neujahrsvideo, hatten wir natürlich riesige Projekte vor. Da kam unser Tiny House im Rohbau zu uns zurück. Das heißt, es standen ziemlich große Bauprojekte an, wie Fußbodenheizung, die ganzen Versorgungssysteme, Küche einbauen. Also erstmal unser Haus bewohnbar zu machen. Die Situation hat sich jetzt natürlich grundlegend verändert. Aber es stehen doch noch ein paar bauliche Projekte an, wenn auch viele kleinere vielleicht. Es sind also in diesem Jahr noch viele kleine Baustellen, die wir zum Abschluss bringen wollen, zum Beispiel die Leisten. Mhm. Das stand eigentlich im letzten Jahr noch an, nur dann kam irgendwann der Umzug und ein ganz anderes Thema wieder dazu. Und dann, ja, man kennt das wahrscheinlich auch aus etwas größeren Häusern, dass die Leisten so meistens das Letzte ist, was man dann anpackt. Weil es ist ja bewohnbar, aber es ist halt... Ja, also das sind so Kleinigkeiten, also Leisten, Fronten unserer Kommode, dass das auch schön verkleidet ist, dass das auch ein bisschen sauberer aussieht. Das hast du gerade richtig schön gesagt, weil wir haben ja erstmal gerade zum Ende des letzten Jahres versucht, alles funktionsfähig zu machen, wie die Kommode, die dann funktioniert, dass wir unsere Klamotten reinmachen können, aber visuell sind die Projekte einfach nicht abgeschlossen. Deshalb, aber wir haben auch noch kleine Projekte, also wir haben auch noch kleinere Projekte, die aber trotzdem eine wichtige Funktion hätten, wie beispielsweise ein Tisch für unser Arbeitszimmer, damit wir da auch mal sitzen und arbeiten können. Dann längerfristig ein Esstisch, der steht auch noch an. Wir möchten auf jeden Fall unseren Treppenschrank auch noch weiter mit Stauraum versehen, dass wir den einfach noch besser nutzen können. Ja, uns ist aber aufgefallen, dass wir immer noch nicht genug Stauraum haben, beziehungsweise wahrscheinlich immer noch zu viel Kram. Beziehungsweise, dadurch, dass die Bauprojekte ja noch nicht abgeschlossen sind, haben wir zum Beispiel in unserem Küchenpodest, welches ja komplett mit Stauraum versehen ist, auf der linken Seite drei lange Waggons, die komplett voller Werkzeug sind. Das heißt, je schneller wir mit unseren Bauprojekten fertig sind, desto schneller können wir die dann auch auf die wesentlichen Werkzeuge und Bauutensilien reduzieren und haben dann bestimmt wieder zwei Waggons frei für zum Beispiel Aktenordner und Dinge, an die man nicht so oft ran muss. Also gerade das Bauprojekt mit dem Stauraum oder dem Schreibtisch, das ist mir besonders wichtig, muss ich ehrlich sagen, weil wir immer irgendwas haben, was irgendwo dann doch rumliegt, gerade in diesem kleinen Arbeitszimmer. Das ist gewissermaßen unser Abstellzimmer geworden, manchmal auch für Kleidungsstücke und genau so. Und das sollten wir auf jeden Fall in diesem Jahr reduzieren. Aber okay, das ist nochmal ein anderes Thema. Also neben diesen kleineren Bauprojekten im Haus auf jeden Fall ausmisten. Darum wird es in diesem Jahr unter anderem auf jeden Fall gehen. Ja. Dann sind wir total gespannt auch auf weitere Erfahrungsberichte. Wir notieren im Moment auch fleißig, wie unser Strom-, Wasser-, Gasverbrauch ist zum Beispiel, wie wir mit dem Heizen hinkommen. Es geht aber auch noch um kleinere Upgrades. Das ist so Innen-/Außenbereich, weil wir kurz vor Weihnachten nämlich eingefrorene Leitungen hatten vom Spülbecken und an der Toilette am Urinschlauch. Ja, vor allen Dingen, also das war echt doof. Das war wirklich doof, ja. Wir haben auch die Begleitheizung benutzt, aber wir haben da nichts mehr isoliert, wir sind da irgendwie... Die hat nichts gebracht. Ja, wir haben ja nichts mehr abisoliert. Deshalb hat sie wahrscheinlich nichts gebracht. Also da haben wir im Außenbereich, fällt mir dann auch ein, das Thema Licht, dass wir irgendwie eine Außenbeleuchtung haben, daran haben wir auch nicht sofort gedacht. Wir haben schon ein Licht angebracht, aber es fehlen noch einige Lichter, einfach, dass man auch was sehen kann, weil es im Winter dann doch recht schnell dunkel wurde immer. Klar. Und ab Frühjahr geht es dann im Außenbereich natürlich auch weiter. Wie gesagt,
Allzu viel werden wir an dem Grundstück jetzt nicht machen, weil es ein Übergangsgrundstück ist, aber wir wollen es uns doch so zurecht machen, dass wir das dann auch in den wärmeren Monaten genießen können. Wir wissen halt nicht, wie lange wir dort bleiben. Ne? Mhm. Also das ist, wir wollen es uns schon schön machen und das wird jetzt auch, finde ich, auf jeden Fall ist auch ein wichtiges Projekt, passieren, dass wir uns den Außenbereich auch zumindest so schön machen, dass wir gerne auch mal rausgehen und oder draußen sitzen oder mit unserem Hund spielen können oder wie auch immer. Ne? Also, ohne, dass alles matschig ist. Wir möchten also in diesem Jahr auf jeden Fall auch auf das Leben im Tiny House eingehen. Also das Leben auf kleinem Raum. Was hat man für ein Alltagssystem quasi bezüglich der Stauräume, der Abläufe. Was mir auch persönlich noch sehr am Herzen liegt, ist, dass wir unseren Balkon fertigstellen. Ich habe halt auch Höhenangst, daher wäre schon schön, wenn man wenigstens Geländer hat und einen Boden, auf dem man laufen kann da draußen. Aber wir haben ihn halt damals so mit in unser Konzept aufgenommen und das wäre einfach schön. Das wird auf jeden Fall, glaube ich, auch ein spannendes Thema oder eine spannende Frage, weil sich eben dann im Nachhinein auch für uns und vielleicht auch für Planer unter euch herausstellen wird, macht es vielleicht wirklich Sinn, einen Balkon mit im Grundriss einzuplanen? Nutze ich das? Oder verbringe ich die Zeit eher um das Haus herum? Also es ist natürlich auch immer eine Standortfrage, aber ich bin total gespannt, wenn wir den Balkon fertig haben, inwiefern wir den auch dann auskosten und nutzen. Es folgt auf jeden Fall in diesem Jahr auch noch ein Tiny House Besuch, den wir mit euch teilen. Du hast dir wieder das Beste zum Schluss aufgehoben. Natürlich. Wir lieben es immer, Leute in Tiny Häusern zu besuchen und aufzunehmen und das dann runterzuschneiden. Das ist noch ein bisschen Arbeit, aber das wird euch auf jeden Fall in diesem Jahr auch erwarten. Also bleibt auf jeden Fall dran, bleibt gespannt. Es ist auch für uns sehr spannend. Wir wissen auch noch nicht, was alles so kommt. Ja, also genau, wir freuen uns immer, wenn ihr einschaltet. Hinterlasst uns gerne einen Daumen, wenn euch das erste Video in diesem Jahr gefallen hat. Und wir sagen ansonsten bis nächste Woche. Ciao. Tschüss. Wir hatten... Stopp. Darf ich noch ein kurzes verlängertes Intro machen? Mir fällt gerade was ein. Ja, bitte, dann mache ich dich mal scharf. Was hast du denn jetzt gemacht? Hast du die Stimme gesenkt oder hast du mich dann angeguckt und erwartet, dass ich noch was sage? Eventuell auch den ein oder anderen Erfahrungsbericht. Nein! Der Erfahrung... Das sind dann ja die Inhalte auf unserem Kanal, über die wir sprechen. Siehst du, muss schon viel schneiden, ne? Und ich würde sagen, damit fangen wir auch an. Also fangen wir doch mal an, ne? Wunderbar.